Hallo und willkommen zurück zu Aragami und nicht Telalia. Ach so, ja, wir spielen auch nie wieder Terraria. Was Was? erwartest du? Ich glaube, machst du wirklich? Also ich mache mit dir kein Terraria-Projekt mehr, das sollte dir klar sein. Was? Weil du das nächste Mal auch wieder 100% machen willst. Und ich würde Terraria nur noch spielen, um den neuen Content zu machen. Ich würde den ganzen Rest skippen. Und das würdest du nicht wollen. Also, das sind so zwei Ausschlusskriterien, sag ich mal. Warum läuft denn der da die ganze Zeit hin und her? Die Gegner verwirren mich. Aber Telalia. Warum sollte er nicht hin und her laufen? Weil er mich nervt damit. Ich frage mich, was mit 1.4 so alles kommt. Aber ich denke, vielleicht bauen sie tatsächlich einen Story-Modus ein. Wer weiß. Warum zur Hölle sind die auf einmal alle laut? Ja, was kann ich denn dafür? Keine Ahnung, Wie irgendwas der wirst du Typ schon so ein getan Hurensohn haben. war, mich gesehen hat. Kannst du einen Schienen setzen? Pentakill? Sagen wir, Sehr ich kann es gut. versuchen. So, hier. Du hättest warten sollen, bis sie hingehen zu meinem Sakaku, aber in Ordnung. Oh, danke, dass du den Gedingens hast. Achso, das war der Nebeneffekt von dem Sakaku, dass die erblinden. Ah, du könntest dich aufladen. Oh ja, ich könnte meine Schiene aufladen, hast du recht. Naja, zumindest sind alle tot. So wie es sein soll. Ja. Gegner haben es nicht verdient zu leben. Findest du? Ist aber sehr gemein. Es ist ein Gegner. Ja, schön, aber eigentlich sind wir die Bösen, das ist dir schon klar. Nein. Da rutscht gleich einer um die Ecke. Der rutscht. Bei mir kann er nicht gehen, sondern nur rutschen. Geht er bei dir dann? Ja. Nein, er bewegt seine Füße nicht. Also manchmal habe ich Space zum Draufspringen. Oh. An der Stelle, wo ich mich so frage, da springe ich doch nicht auf den Gegner. Irgendwer hat mich gerade angeguckt. Ja, ein Bogenschütze. Soll ich den töten? Naja. Jetzt guckt er, glaube ich, dich an. Ah, er weiß ja nicht, dass ich hier bin, oder? Das wollen wir hoffen. Ja, solange er sich nicht wegbewegen will. Okay, jetzt ist er wieder auf seinem Standardspot. Wie genau? Ich habe gerade. Okay, das kann ich nicht nochmal triggern. Ich hatte gerade die Option, auf den Gegner zu springen. Doch. Hä? Ich habe eben auch mal die Option, auf den Gegner zu springen, aber es funktioniert. Rechte Killst du den Maustaste. linken, damit ich den rechten killen kann? Okay. Sagen wir es mal simpel, ich bin gefallen. Ja, wieso hast du nicht den ersten gekillt, sondern den zweiten? Das frage ich mich gerade. Ich frage mich gerade, wieso du nicht schnell hochgehst und ihn killst. Weil ich gerade da festhing und erstmal irgendwie wegteleportieren musste. Fall da nicht zwischen diese zwei Räume. Da kommst du nicht so leicht raus. Und ich habe hier keine Schattenenergie. Also wie soll ich mich. Naja, egal. Ja, hier da oben Weißt kann du, man was sich ich nicht mache? aufladen. Ich mache jetzt das Ziel, wenn du die alle tötest. Du machst Ziel, ich mach Kills.
Es ist eine Sackgasse, wir müssen also irgendwohin zurücklaufen. Hilfe. Bleibt ihr da jetzt einfach stehen oder was? Haben wir dann hier? Vermutlich. Das kann ja sein, dass wir zurück müssen, wo wir herkamen. Danke, mein E-Knopf hat nicht funktioniert. Aber ja, ich glaube, das ist, wo wir herkommen. Ah ja, schon interessant bei dir aus. Ja, ich bin ganz am Ende eben. Na, dann musst du wieder zurück. Ja, das ist sehr erfreulich. Gehst du nach da unten, würde ich sagen? Wir müssen erst einmal chillen, das kann ich so nicht machen. Ernsthaft? Du kannst doch trotzdem unten lang gehen. Ey, weißt du, ich wollte gerade dazwischen die Kisten teleportieren, als der Typ da genau dort lang gelaufen ist. Das ja, ist natürlich dann sehr optimal. Ja, am Ende schmettert er wieder mit. Na egal. Brauch jetzt nicht über Taktiken diskutieren. So. Ah, du gehst nicht unter den Gebäuden durch. Aber ich auf dem Hinweg auch nicht. Soll ich das jetzt plötzlich? Keine Ahnung, ich dachte, das wäre das Effektivste. Weiß ich nicht, ob das so wahr ist. Man kann meine verdammte Maus mir den... Hä? Ich weiß nicht genau, was du willst. Komm bitte... Oben, ich oben! Ich weiß nicht, was du willst. Oben, jetzt geh oben hin! Ja, du kommst nicht oben hin, hä? Das kannst du nicht. Wo gehst denn du hin? Natürlich kann ich darauf. Ich war da auf dem anderen Weg auch. Wo gehst denn du hin, Mann? Ich wollte eigentlich auf das Ding. Du willst auch was drauf, auf das man eigentlich gar nicht stehen soll. Was? Auf dem Ding kann man natürlich problemlos drauf. Soll man aber nicht. Soll man nicht. Okay, schwupps, bin wieder oben. Mit dem ging's problemlos. Das ist aber, glaube ich, ein anderes Dach als das andere gewesen, oder? Obwohl, ne, die schon gleich aus. Komisch. Ja, die sahen nicht umsonst gleich aus. Sind gleich. Nicht unbedingt. Ah, der Typ nervt mich. Hier ist doch gut, keiner mehr. Jetzt, wait. Das haben sie gepfiffen. Das hast du noch gehört? Ich nicht. Aber es steht Leiche gefunden 0 da, also. Nun. Ah, da warst du aber schnell jetzt. Da war ich noch nicht einmal im Hauptmenü. Ich bin immer schnell. Ach, deswegen waren da so viele Archers. Okay, Garden of the Moon. Der Garten des Mondes. Ja. Wo bist du? Auf der anderen Seite der Wand. Hältst dich scheinbar an die soziale Distanzierung. Ich bin eingesperrt in meinem Haus. Was ist das denn für eine Verarsche? Ich kann mich doch nicht mal bewegen. Ah, nicht schlecht. Ach Mensch. Greif mich mal an. Ja, okay. Hat wahrscheinlich bei dem Entwickler der Map schneller geladen, das Level. Bei seinem Test. So sieht's hier also aus. Schön. Ist nicht irgendwie aggressiv? Oh ja. Oh mein Gott, Alter. Was tust du? Das frage ich mich selber auch. Oh. Oh, shit. Ja, dann viel Glück. Muss man eigentlich hin? Ja, irgendwo da hinten lang. Ich hab nicht weiter. Servus! Freut mich, dass du endlich mal einen aggressiveren Spielstil entwickelst.
Kommt man hier? Warte, ich brauche Dunkelheit. Denke, dass man da nicht durch soll. Das muss man da echt komplett außen rum? Scheinbar nicht, okay. Hier ist keine Leiche. Ist das eine Leiche? Nein. Hier ist keine. Rote Orchidee. Blüten davon. So. Oh, Hilfe. Hier ist keine Leiche, wie ich gesagt habe. Ich sag das nicht umsonst. Es gibt keine Leiche. Ich muss gestehen, diese bösen Wichte, diese Aragamis und die anderen Schattenleute, die würden sich echt gut eignen, um... Das sind keine bösen Wichte. Naja, im Beerdigungsbusiness zu arbeiten. Warte, was? Ja, ja, ist doch logisch. Glaubst du, wie gut das wäre, wenn wir nicht überall Leichen hätten? Ja, man kann doch Leichen verbrennen. Man kann doch Leichen verbrennen. Manche Leute wollen ja irgendwas beerdigen, aber andere hätten wahrscheinlich nichts dagegen, wenn die Leichen einfach verschwinden. Ja, man kann ja Leichen verbrennen. Also vor allem in Krisen wäre das alles. Ja, man kann ja Leichen verbrennen. Ja, verbrennen sie. Ist aber nicht mal ansatzweise so effektiv. Mensch, brennt nicht so wahnsinnig gut. Der besteht komplett aus Kohlenstoff. Natürlich brennt er gut. Bild mir eingelesen zu haben, dass der Mensch nicht sehr wahnsinnig gut brennt. Und man braucht einen guten, schönen Holzsarg, damit du schön verbrennst. Ja, vielleicht braucht man eine höhere Menge an Temperatur, so wie Kohle. Kohle zu verbrennen braucht auch sehr viel Hitze. Weil es ja so massiver Kohlenstoff ist. Hilfe! Hilfe! Ich kann dir nicht helfen. Ich habe auch nicht dich gefragt. Ja, wie kannst du denn nach Hilfe schreien? Hilfe, 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 Hilfe! Ah, Mist. Du hättest dein Sokokun benutzen können. Wir haben diese eine Blendenfähigkeit, die ist eigentlich echt ganz nützlich. Ich verstehe nicht, wieso der Gegner das immer hört. Wieso sind die nicht einfach taub? Das wäre ja schräg, wenn sie taub wären. Das wäre aber besser. Weißt du, nur taube Gegner sind gute Gegner. Alter, kann ich nicht anpingen. Okay, dann latschen wir mal hier irgendwie durch. Hast du Bogenschützen entsorgt? Hä? Willst du jetzt auch hier lang gehen? Ich dachte, du gehst den anderen Weg. Ich wollte dich mal was anders machen als du und jetzt kommst du mir hier hinterher. Ich dachte, hier war mein Weg. Nein, du warst hier noch nie, oder? Ist das andere etwa eine Sackgasse? Ich meine, vielleicht. Da habe ich nämlich nicht aufgepasst. Dann gehe ich jetzt zurück und kontrolliere, ob das eine Sackgasse war. Oder ob du jetzt nur so tust, als wärst du schon immer hier lang gegangen. Ui. Eben, man kommt doch hier problemlos lang. Ah. Ja, hier warst du. Oh, jetzt bist du doch wieder hier. Kann man da ernsthaft außen rumlaufen? Wofür zur Hölle habt ihr denn? Egal, ich gehe da jetzt lang, wo ich den Bogenschützen an. Der Mensch, der durch den Bambus geht. Sag tschüss. Drache frisst dich. Darkness. Ja, was ist mit der Darkness? Ja, nix. Spiel hat sich auch schon erledigt. Wird wahrscheinlich keinen dritten Teil geben. Oh. Das Ende. Hat sich nicht gut verkauft. Hast du den Singleplayer eigentlich gespielt? Oder nur Coop? Ja, Coop. Also du hast den Singleplayer bis heute nicht gespielt. Du kennst die Story also gar nicht. Wann denn? Ich habe andere Dinge zu tun. Andere Dinge zu tun. Ernsthaft? Ja. Nicht andere doch. Projekte. Ich gehe davon aus, dass ich spiele nur Sachen in Let's Play. Das heißt, wer es noch nicht dran kam, kam es noch nicht dran. Warte, ernsthaft, du spielst alles, was du spielst, wird Let's Play? Du spielst nichts einfach so? Aktuell? Ja, eigentlich schon. Was ist denn da los mit dir? Holst du dieses Zeug da unten? Ich bin auf dem Dach.
kommen wir nicht so gut weg. Ich habe gar keine Zeit, Outside auf Let's Plays was zu spielen. Möglich. Ja, ist so. Wir haben Kage in der Map. Sehr gut. Naja, wenn das, wenn du, ja, okay, aber ganz im Ernst, das ist ein bisschen alle selbst verschuldet. Soll ich nochmal nachgucken, wie viele Stunden du jetzt mehr hast in Orcsmaster 2 als ich? Und das, obwohl ich 20 Stunden mehr hatte von Anfang an, dadurch, dass ich im Singleplayer auch gespielt habe und du nur Coop gespielt hast. Und du hast mich bei weitem überholt, dank deinem, naja, deinem Zwang, alle Workshop-Maps, Mods zu machen. Ja, muss alle. Man halt. Absolut, alle. Ja, muss man halt. Nee, muss kein Mensch. Und die meisten hätten das auch. Oh mein Gott. Bist du jetzt verrückt oder was? Ja. Was hast du denn gemacht? Ja, nachdem du das blöde Ding nicht eingesammelt hast, bin ich halt runter teleportiert. Hab den ersten gekillt, der mich gesehen hat, und den zweiten nicht mehr geschafft. Ich hab das blöde Ding nicht eingesammelt. Ich bin auch noch gar nicht bei dir angekommen. Wenn du 10 Meter weiter rennst, als ich bin. Als ich auf dem Dach war, stand da 11 Meter oder 13 oder so. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass du jetzt... Ist ja auch egal. Spiel einfach. Ich bin da, wo ich bin. Ich bin weit weg gegangen, aber einen Haufen Gegner habe ich soweit alle umgebracht, dann fällst du tot um. Dreh dich um, da ist einer. Ja, du weißt, dass der Gegner ist. Jetzt ist er weg. Wie lange willst du noch Let's Plays aufnehmen? Der was? Was ist dein Problem? Was ist dein Problem? Nein, gar nichts. Ich versuche, also dein Problem ist ja angeblich, anscheinend, dass du einfach keine Zeit hast für mehr Spiele. Du, ich möchte alles nur als Let's Play haben, weil dann kann ich darauf auch physisch zurückgucken, weißt du? Es ist nämlich auch ja, weil das ja auch unbedingt notwendig ist. In meinen Augen schon. Auf jeder Weise habe ich keine Liste, auch so weil ich... Nimm halt einfach alles in 720p mit einer niedrigen Bitrate auf, speichere es auf einer externen Festplatte, spare dir den kompletten Kram. Nein, dann hast du auch in Zukunft noch den ganzen Scheiß. Weil qualitativ gute Videos haben. Du bist wahrscheinlich der einzige Let's Player der Welt, der nicht einmal regelmäßig 10 Views auf die Reihe bekommt, der in 4K hochlädt. Das könnte vielleicht sogar sein. Ich meine, ich werde jetzt schwer unbekannte Let's Player finden können. Gibt keine Suchmaschine für die, nehme ich mal an. Also werde ich das nicht prüfen können. Ich weiß nicht, aber vielleicht kann man ja nach irgendwas sortieren. Möglicherweise habe ich durchaus recht. Wir werden sehen. Ich habe ja auch mal überlegt, ob ich Let's Plays mache. Und dann ist mir aufgefallen, wie nervig und langweilig. Also ja, eher nervig, nicht langweilig. Ich meine, für Zuschauer auch langweilig. Aber für mich persönlich nervig das ist, Singleplayer-Spiele zu spielen und zu kommentieren. Hatte ich einfach überhaupt keine Motivation zu. Ich rede nicht mit den imaginären Zuschauern, die ich am Anfang eh nicht haben werde. Also, ne, kein scheiß Bock. Ich spiele Spiele, ohne dass ich was sag. Ich könnte Walkthroughs machen. Ja, ich meine, früher habe ich halt immer nebenbei Videos angeschaut. Jetzt rede ich halt selber, fertig. Du schaust nebenbei Videos an, während du spielst. Ja, das war schon immer so. Kommt aufs Spiel an. Ich hasse das, wenn meine Storys... Heutzutage gibt es Let's Plays in der Form eh fast gar nicht mehr. Also von dem her kannst du dir eh nicht so gut nebenbei dann gucken. Ich meine, bei solchen Let's Plays war es nicht ganz so wichtig, dass du es permanent zuguckst. Kannst du einfach nur hören. Aber heutzutage gibt es mehr Videos, die Fokus darauf haben, dass du auch was siehst. Und eben nicht einfach nur hörst. Ja gut, bei den richtigen Let's Plays, die sind ja auch entsprechend zusammengeschnitten. Ja, deswegen sind das auch keine richtigen Let's Plays. Wenn du einen Marvel-Stream anguckst... So, das war 6, dann kommt jetzt 7. Wenn ich zählen kann, ich denke, ich kann noch. Wenn du richtig zählen kannst, dann ja. Ich hoffe, ich kann. Das weiß ich nicht. Kommt jetzt dieses komische Dorf. Mhm. Aber erst im... Ah gut, obwohl, keine Ahnung, es sind irgendwie noch ein paar Minuten. Wir können ja einen Ladescreener drin lassen. Wie du meinst. Let's Player. Großer, mächtiger Let's Player. Lol. 5 Jahre YouTube-Erfahrung steht auf deinem Lebenslauf. Sekundärjob. Nein, das schreibe ich da nicht drauf. Da lacht mich nur jeder für aus. Ich habe übrigens einen Black Screen. Okay, interessant. Ich sehe dich 63 Meter von mir entfernt.
Bei mir lädt alles einwandfrei. Ich nehme an, das ist dann wieder so ein Level oder was? Was machen die Leute, dass sowas passiert? Vielleicht können sie einfach gar nichts dafür. Das glaube ich nicht. Das kannst du dir einfach überhaupt nicht vorstellen. Ich meine, kann ja nicht sein, dass das nur uns beiden passiert. Und denen nicht, wenn sie die Map im Workshop selber runterladen würden und selber spielen würden. Natürlich kann das sein. Nein. Es gibt Millionen individuell aufgebaute Computer. Ja, schön. Software-Konstellationen haben. Aber die Engines sind darauf programmiert, überall gleich zu behaven. Das ist einfach so. Ich verstehe nicht, warum das dir so schwerfällt zu akzeptieren. Das ist so. Dass die verdammten Entwickler und Programmierer eben nicht an jeden Scheiß schuld sind, wenn sie mal was übersehen. Das ist denen halt nicht passiert. Fertig aus. Braucht man nicht weiter drüber reden. Naja. Ja, übrigens bin ich dafür, das jetzt hier auszuschalten. Ich glaube nicht, dass du noch ins Level kommst, wenn du immer noch einen Blackscreen hast. Ja, ich habe immer noch einen Blackscreen. Gut. Ja, dann gib Bescheid, was jetzt passiert. Bewerten nicht vergessen und ciao. Ciao. Aber als, eigentlich muss es auf... ich weiß sogar mein Video nicht aus.